Herzlich willkommen auf unserem Kanal. Schön, dass du eingeschaltet hast. Fastentag Nummer 8. Ja, später, ich koche jetzt und später gehe ich zum Arzt und dann schauen wir, was er sagt. Die Fastenbrühe ist fertig und heute habe ich ein bisschen reingegeben Erbsen. Also bin ich auch gespannt. Ich muss doch querkant euch filmen, damit das Bild nicht so klein nachher ist wie gestern. Also, ich mache meine Leberwickel. Leberwickel ist einfach sehr gut, weil die Leber ja arbeitet, dass sie entlastet wird und ja, das nimmt man so, dass man warmen Tuch oder Handtuch ganz warm mit Wasser, dann legt ihr es hin auf euer Leber, dann tut ihr noch mal ein Tuch drum und ein großes Tuch. Und dann macht ihr eine Pause, so 20, 30 Minuten. Und das tut wirklich gut. Das ist richtig gut und hilft natürlich auch das Entgiftung. Das ist besser entgiftet alles. Ah, oh, ich liebe die Zeit, ich liebe die Zeit. Ja, und so kann man sich auch Auszeit dann nehmen am Tag. Vielleicht noch, also ich gehe zum Arzt und vielleicht noch ganz kurz. Also heute bin ich ein bisschen so kraftlos. Das ist heute das Einzige. Also so. Ich habe ja gegessen, es war auch lecker. Jo. Mal gespannt nachher, was der Arzt sagt. Und dann schauen wir weiter. So, und zu Hause angekommen. Also wie gesagt, beim Arzt war alles okay. Jetzt ist ja eigentlich am Abend ja nichts mehr los. Und deswegen sage ich euch ein Dankeschön fürs Einschalten, fürs Zuschauen. Und genau, ich habe mich ja gewogen, gell? Und ich habe 4,4 Kilo abgenommen innerhalb von jetzt einer Woche. Das ist ein schöner Nebeneffekt.